singen. Ne? Das Lied, was Sie kennen und was eine große Bedeutung hat, also stimmen Sie mir einfach ein. Bruder Jakob, Bruder Jakob, hörst du noch, schläfst du noch, hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken, ding, dang, dong, auf eine Seite. Entwicklung und auch, dass uns die Welt gewogen ist.
November plötzlich. Dann geht es uns wie, war es so faszinierend, als ich da auf der Straße die 17. Juni stand und da so Richtung Hamburger Tor schaute und ich das 30 Jahre zurück katapultiert habe in meinem Inneren. Was das für eine Utopie damals war, dass Deutschland wieder vereint ist. Dann war ich in Ost-Berlin, weil ich ja damit bis Pass rein konnte. Ne? Und war da am Potsdamer Platz gestanden und so weiter. Jetzt war ich gestern am Potsdamer Platz gestanden. Ja, was war das für eine Utopie? Und es ist doch eigentlich noch gar nicht so lange her. Aber es war doch völlig undenkbar für uns. Ich kenne niemanden aus meiner Generation und andere, die ich kenne, die gesagt haben, naja, das war doch klar, irgendwann mal kommen wir wieder rein. Da hat doch niemand mit gerechnet. Ich auch. Haben wir noch so einen 10-Franken-Schein? hinterher ist man immer klug. Ne? Also ich habe niemanden gefunden. Und ich war genauso überrascht wie alle anderen. Und es war ja auch niemand drauf vorbereitet. Ne? Wenn ihr das wirklich ernst genommen gemacht hättet, was ist passiert, dann hätte er ein riesen Geschäft draus machen können. Wenn er es gewusst hätte, dass er wieder bei einem kommt. Nein, die Entwicklung ist ein diskontinuierlicher Prozess, der irreversibel mit der Zeit verläuft und es ist immer überraschend. Immer überraschend. Aber die Sache wird real, wenn wir das mit innerem Geistgehalt, mit Herzblut sozusagen kultivieren. Und immer an dieser, daran fest, davon ausgehen, dass es irgendwann mal passieren wird. Das wird mal passieren. Das Grundeinkommen wird kommen. Früher oder später, glauben Sie mir. Sie werden es gar nicht mehr verhindern können, weil sich die Probleme anders lösen lassen. Nur, wann wird es sein? Das kann niemand sagen. Auf Dauer kommt es aber nicht drauf an. Für uns ist es ja nicht Mittel zum Zweck, sondern für uns ist der Zweck. Weil wir die Einsicht haben, dass das notwendig ist, dass Menschen menschenwürdig leben können, dass wir ihr Einkommen gesorgt haben. Wir wollen nicht haben, dass Menschen etwas tun, weil sie es müssen, sondern wir wollen haben, dass die Menschen etwas tun, weil sie es wollen. Und wenn ein Mensch etwas tun soll, weil er es will, dann muss man ihm die Existenzangst nehmen. Nämlich dieser Existenzdruck, der ausgeübt wird, wenn du nicht dann, ne? Der führt natürlich dazu, dass die Menschen unvernünftig werden. Also wenn sie Menschen unvernünftig, wenn die Menschen unter seinen Möglichkeiten in der Welt tätig werden sollen, dann müssen sie nur unter Druck setzen. Wenn sie Menschen unter Druck setzen, dann wie heißt man Faust, dann wird er tierischer als ein Tier. Das ist ja das Interessante. Die Tiere werden nicht tierischer als ein Tier. Menschen. Wenn sie Menschen unter Druck setzen, dann ist fast unvorhersehbar, zu was sie alle fähig sind. Und wir müssen den Menschen in Existenz bringen. Das muss man träumen. Ich kann nicht sagen, das muss man träumen. Man muss träumen, die Lehren sind das, wenn alle Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Egal wo sie laufen. Alle Menschen, die Sie sehen, haben bedingungsloses Grundeinkommen. Und jedes Mal, auch wenn die noch so skurrile Dinge machen, es gibt ja Menschen, die machen wirklich skurrile Dinge, kann man sagen, naja, wenn er wollte, könnte er anders. Wenn er wollte, könnte er es anders. Wir als Gesellschaft setzen ihm das Vertrauen, dass er von uns getragen wird. Das ist eine Frage der Brüderlichkeit, dass er von uns getragen wird. Und dann werden wir mal sehen, was er daraus macht. Schauen Sie mal dieses Zutrauen zu sagen, ja, wir geben jedem Menschen das bedingungslose Grundeinkommen, so nach dem Motto, zeig mal, was du kannst. Das wird eine ganz andere Situation. Eine ganz andere Situation. Und daran merkt man, wie sehr wir doch beeinflusst sind von den Machtansprüchen gegenüber anderen Menschen. Dass man die Machtansprüche gegenüber anderen Menschen loslässt.
und sagt, der andere Mensch wird schon etwas Vernünftiges machen. So wie das nächstes Mal klar geworden im Prolog zum Faust, ne, da ist ja diese Szene, wo der Mephisto, heute würde man sagen, den Herrgott anmacht. Ne? Und ihm also sagt, was das für korrumpierbare und verführbare Wesen sind, die Menschen, die er geschaffen hat. Ne? Und nachdem er so eine Weile versucht anzumachen, könnte ich jetzt fast sagen, da wird es dem Herrgott zu bunt, aber dem Herrgott wird es ja nicht zu bunt. Ne? Der hat ja mit uns Menschen eine Engelsgeduld, eine Herrgottsgeduld. Aber irgendwann sagt er dann mal, nun gut, jetzt kommt original Goethe, nun gut, es sei dir überlassen. Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab. Und für ihn kannst du ihn erfassen auf deinem Wege mit hinab. Doch steh beschämt zur Seite. Denn du erkennen musst, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohlbewusst. Und das ist eigentlich der Auftrag, den wir haben, Verhältnisse zu schaffen, dass wir nicht an den dunklen Drang, sondern an den rechten Weg appellieren. Mehr müssen wir gar nicht machen, an den rechten Weg zu appellieren und nie an den dunklen Drang. Das ist so eine Strategievorlage für Marketing. Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bleiben Sie dran, lassen Sie sich nicht beirren und lassen Sie sich auch nicht ablenken von diesem Vorhaben bedingungsloses Grundeinkommen. Nämlich es geht um Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Das sind die Ziele, auf die es uns ankommt. Und zwar nicht für uns, sondern für jeden Menschen. Vielen Dank.